Heute werden wir Gottes Wort anhand der Predigt mit dem Titel Gottes Gebote und der Weg der Erlösung studieren. Lassen Sie uns durch die Worte der Bibel erkennen, wie kostbar Gottes Gebote sind. Um die Geisteshaltung zu erforschen, die Menschen dazu bringt, Verbrechen zu begehen, ließ ein Psychologe einmal sein Luxusauto für einige Tage mit unverschlossenem Kofferraum in einem wohlhabenden Viertel stehen. Mehrere Tage vergingen, aber dem Auto war nichts passiert. Da es sich um eine wohlhabende Wohngegend handelte, verführte das Auto die Menschen nicht zu einem Verbrechen, obwohl es ein sehr teures Auto war. Daraufhin schlug der Psychologe eines der Fenster ein. Nachdem das Fenster eingeschlagen war, begann etwas Eigenartiges in dieser wohlhabenden Wohngegend zu geschehen. Nach und nach verschwanden teure Gegenstände aus dem Inneren des Autos. Die Gegenstände in dem Auto waren erschwinglich für die wohlhabenden Leute in dieser Gegend. Das zerbrochene Fenster aber löste bei den zuvor gesetzestreuen Bewohnern eine Geisteshaltung aus, die sie dazu brachte, Verbrechen zu begehen. Alle wichtigen Teile des Autos, wie die Reifen, wurden gestohlen. Am Ende war nur noch die Karosserie des Autos übrig. Zu diesem merkwürdigen Phänomen kam es in dieser wohlhabenden Wohngegend. Die Leute fragten sich, wie können wir die Verbrechensrate in Gegenden senken, in denen sie hoch ist? Basierend auf dem Ergebnis dieses Experiments beschlossen sie, eine Graffiti-Entfernungskampagne durchzuführen. Als die Graffiti-Entfernungskampagne begann, senkte sich die Verbrechensrate in nur wenigen Monaten drastisch. Nach nur einem Jahr hatte sich die Verbrechensrate um etwa 40% gesenkt. Aus diesem Beispiel kann man eine wichtige Lehre in Bezug auf die mentalen Prozesse von Menschen ziehen. Die kleine kriminelle Handlung einer Person kann zu zahlreichen Verbrechen führen. Und eine Reinigungsbewegung kann den Wunsch vieler Menschen danach, Verbrechen zu begehen, besiegen. Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass der Weg zur Senkung der Verbrechensrate eher darin besteht, unsere Umwelt sauber zu halten, als darin, die Zahl der Polizisten zu erhöhen. Der Grund, warum ich diese Geschichte heute mit Ihnen teile, ist der, dass der Teufel, unser Feind, mit anfangs kleinen Verbrechen begann, Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze zu brechen. Wie veränderte sich die Geisteshaltung der Leute, nachdem ein kleines Verbrechen, wie das Zerschlagen eines Fensters, begangen worden war? Sie wurden unverzagt genug, um schwerere Verbrechen zu begehen. Beginnend mit dem Sabbat begannen sie, Gottes Gebote und Satzungen zu brechen und dachten, warum ist es wichtig, ob wir am Samstag oder Sonntag Gottesdienst halten? Das ist nur ein Unterschied von einem Tag. Auf die gleiche Weise brachen sie die Feste Gottes, einschließlich des Passafestes des Neuen Bundes. Am Ende verleugneten die Menschen sogar Gott, den Schöpfer des Neuen Bundes, der die Gebote, Satzungen und Gesetze zur Errettung der Menschheit eingeführt hat. Aus diesem Grund ist Gott ein zweites Mal auf die Erde gekommen. Vater Ahnsang Hong und Himmelsmutter sind auf die Erde gekommen und haben jede einzelne der Lehren der Bibel, wie den Sabbat und das Passa und alle Feste des Neuen Bundes, wieder eingeführt. Auch heute führen sie uns zur Erlösung. Sie lehren uns, wie wichtig Gottes Gebote sind und wie kostbar der Sabbat ist. Sie haben Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze eines nach dem anderen wieder eingeführt und lehren uns all ihre Bedeutungen. Obwohl das Luxusauto in der wohlsituierten Gegend mehrere Tage lang unbeaufsichtigt blieb, interessierten sich die Leute nicht dafür. Sobald aber ein Fenster eingeschlagen worden war, begannen sie, Interesse an dem Auto zu haben. Was war es, woran sie Interesse hatten?
Sie hatten Interesse an Verbrechen. Daraus entstand das Verlangen danach, Verbrechen zu begehen. Was begann zu passieren, sobald eines der Gesetze Gottes gebrochen worden war, mit all den anderen Gesetzen Gottes? Die Leute begannen, Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze als unwichtig zu betrachten. Warum spielt es eine Rolle, ob wir den Sabbat oder den Sonntagsgottesdienst halten? Oder ob wir das Passa halten oder Weihnachten feiern? Den Glauben an Gott zu haben, ist alles, was wichtig ist. Als sie anfingen, so zu denken, was taten sie am Ende mit Gott, der uns den neuen Bund einschließlich des Passafestes und des Sabbats gegeben hat? Wie behandelten sie Gott? Sie missachteten die Existenz Gottes. Das war Satans Plan. Aber was tat Gott in Bezug auf all die Wahrheiten, die Satan zerstört hatte? Er stellte die Wahrheiten eine nach der anderen wieder her. Gott stellte den Sabbat und das Passa, die zerstört worden waren, wieder her. Gott stellte den neuen Bund und die Feste, die zerstört worden waren, wieder her. Um die Verbrechensrate in New York zu senken, sind mehr Arbeitskräfte aus den Strafverfolgungsbehörden erforderlich. Aber das half lediglich dabei, Verbrecher zu fangen. Als eine andere Maßnahme ergriffen wurde, wie das Entfernen von Graffiti, verbesserte sich die Umgebung und der Wunsch der Menschen, Verbrechen zu begehen, nahm ab. Da wir wegen der Sünden, die wir im Himmel begangen haben, auf die Erde geworfen wurden, lehrte uns Gott, seine Gebote, Satzungen, Gesetze und die Wahrheit des neuen Bundes als absolut zu betrachten, damit wir nie wieder sündigen werden. Am Ende kann etwas, das trivial aussah, unsere Seele vernichten. Wir sollten keine Lehre als unbedeutend betrachten. Lassen Sie uns deswegen heute durch die Bibel lernen, dass die Einhaltung der Gebote Gottes der Weg dazu ist, unsere Seelen zu retten. War es nicht extrem heiß? Wann immer es heiß ist, denke ich, dass Gott uns durch die Natur eine praktische Lehre schenkt. Es war so heiß, dass die Temperatur in einigen europäischen Ländern auf über 50 Grad Celsius stieg. Die gegenwärtigen klimatischen Veränderungen brechen Rekorde. Diese glühende Hitze lässt mich denken, in dieser Hitze zu leben ist eine Qual. Wie viel qualvoller wird es dann sein, wenn man für immer an einem Ort leben muss, der noch viel heißer ist als diese Länder? In Lukas Kapitel 16 flehte der reiche Gott, der von Abraham dargestellt wird, an, bitte sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Sie alle, fühlt man sich abgekühlt, wenn das Wasser von einer Fingerspitze unsere Zunge berührt? Aber die Hölle, die ewig ist, ist ein Ort, an dem die Seelen sich selbst nach einem kleinen Tropfen Wasser verzweifelt sehnen. Wie kostbar ist die Wahrheit des neuen Bundes, die wir jetzt predigen? Wir dürfen den Sabbat und das Passa nicht einfach nur aus Gewohnheit halten, nur weil sie in der Bibel geschrieben stehen. Wir müssen sie vielmehr als wertvoll betrachten. Lassen Sie uns das verzweifelte Herz des Reichen aus dem Gleichnis verstehen, der rief, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual und Gottes Gebote als noch kostbarer betrachten und sie befolgen. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 24, Vers 1 an. Siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. Und es geht dem Priester wie dem Volk, dem Herrn wie dem Knecht, der Frau wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, dem Verleiher wie dem Borger, dem Gläubiger wie dem Schuldner. Die Erde wird leer und beraubt sein. Diese Erde wird leer und beraubt sein. Denn der Herr hat solches geredet. Das Land verdorrt und verwelkt. Der Erdkreis verschmachtet und verwelkt. Die Höchsten des Volks auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund.
Vers 6. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen's, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenige Leute übrig bleiben. Was ist der Grund, aus dem all diese Dinge geschehen? Es ist deswegen, weil die Menschen gegen die Gesetze verstoßen, die Gebote verletzen und den ewigen Bund nicht halten. Während wir auf der Erde leben, fällt es uns schwer, uns an viele Bedrängnisse wie an die sich ständig verändernde Umgebung anzupassen. Was wird dann passieren, wenn wir nicht in das ewige Himmelreich gehen können? Mit anderen Worten, was ist, wenn wir in die Hölle gehen? Im Buch der Offenbarung prophezeit Gott, der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was wird mit uns geschehen, wenn wir an diesen Ort geworfen werden? Voller Barmherzigkeit sind Himmelsvater und Himmelsmutter auf die Erde gekommen, um uns aus den Klauen der Hölle zu retten, indem sie den neuen Bund predigten und uns die Wahrheit lehrten. Sie führen die ganze Menschheit auf den Weg der Erlösung. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 7 über. In Matthäus Kapitel 7, Vers 21 steht geschrieben: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wohin werden sie gehen? Was wird passieren, wenn man nicht in den Himmel gehen kann? Gott sagte, wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wenn wir vor dem Richterstuhl stehen, wird Gott uns entweder in den Himmel oder in die Hölle schicken. In einem Gerichtssaal bestimmt der Richter, ob jemand ein Verbrecher ist oder nicht. Auf die gleiche Weise wird Gott am Tag des Gerichts darüber entscheiden, ob wir es verdienen, in den Himmel oder in die Hölle zu kommen. Wer wird an diesem Tag das Recht haben, in den Himmel zu gehen? Als Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde kam, lehrte er die ganze Menschheit, dass diejenigen in den Himmel gehen können, die den Willen des Vaters tun, das heißt Gottes Willen. Wie trennt Jesus dann diejenigen, die in den Himmel gehen werden, von denen, die in die Hölle gehen werden? Sehen wir uns seine Lehre in Bezug darauf in Vers 22 an. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr seid was? Übeltäter. Wer also den Willen des Vaters tut, kann in den Himmel gehen. Und wer ihn nicht tut, empfängt das Urteil der ewigen Hölle. Wer wird das Urteil der ewigen Hölle empfangen? Es sind diejenigen, die Gesetzlosigkeit praktizieren. Es sind diejenigen, die Gottes Gebote, Satzungen, Gesetze und den Bund nicht halten. Wer Gesetzlosigkeit praktiziert, kann niemals den Willen von Vater tun. Wer Gesetzlosigkeit praktiziert, gehört zu der Gruppe von Menschen, die nicht Gottes Willen tun. Der Ort, an den diese Leute gehen werden, ist die Bestrafung des ewigen Feuers. Wir lehren die Menschen, dass man in die Hölle geht, wenn man Gottes Lehren nicht befolgt und dass man dem Willen Gottes gehorchen muss, um in den Himmel zu gehen. Aber es gibt Leute, die sagen, wenn alle in die Hölle gehen, warum sollte ich mich ihnen nicht anschließen? Obwohl sie das sagen, können sie diese Hitze nicht ertragen. Die Leute leiden unter den Temperaturen auf der Erde und sagen, es ist zu heiß. Aber sie sagen auch, es macht mir nichts aus, in die Hölle zu gehen. Alle anderen gehen ja auch dorthin. Wie ignorant ist diese Argumentation? Wir müssen unser Bestes geben, um Gottes Willen zu gehorchen.
Jesus lehrte uns, wie wichtig es ist, in der Zeit des Neuen Testaments Gottes Gesetzen zu gehorchen. Und auch die Propheten in den 66 Büchern der Bibel gaben dieselbe Lehre. Fahren wir mit Jeremia Kapitel 11 fort und sehen wir uns das Ergebnis derer an, die gegen Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze verstoßen haben. In Kapitel 11, Vers 1 steht geschrieben: Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah vom Herrn. Hört die Worte dieses Bundes, dass ihr sie den Leuten in Juda und den Bürgern von Jerusalem sagt. Und spricht zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Verflucht sei, wer nicht gehorcht den Worten dieses Bundes. Was wird so jemand empfangen? Hier steht, dass er verflucht werden wird. Wenn sie am Tag des Gerichts verflucht sind, werden sie in den Himmel oder in die Hölle geschickt werden. Sie werden es nicht verhindern können, in die Hölle zu gehen. Wer sagt das? Überbrachte Jeremia nicht die Botschaft und sagte: So spricht der Herr, der Gott Israels? Gott sagt uns, dass diejenigen, die den Worten dieses Bundes nicht gehorchen und sie befolgen, verflucht werden. Fahren wir mit Vers 4 fort. Die ich euren Vätern gebot an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, aus dem glühenden Ofen, und sprach: Gehorcht meiner Stimme und tut, wie ich euch geboten habe, so sollt ihr mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Gott hat uns versprochen, dass er, wenn wir Gott gehorchen und sein Wort befolgen, unser Gott sein wird und dass wir sein Volk sein werden, und dass, wer seinem Wort nicht gehorcht, verflucht sein wird. Gott sagt das nicht, um uns Angst zu machen. Gott informiert uns durch einen Propheten über die Wahrheit, weil das sicher geschehen wird. In Jeremia Kapitel 16, Vers 10 heißt es: Und wenn du das alles diesem Volk gesagt hast und sie zu dir sprechen werden, warum kündigt uns der Herr all dies große Unheil an? Was ist die Missetat und Sünde, womit wir wieder den Herrn, unseren Gott, gesündigt haben? Vers 11: So sollst du ihnen sagen: Weil eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, und anderen Göttern nachgelaufen sind, ihnen gedient und sie angebetet, mich aber verlassen. Und was haben sie nicht gehalten? Schon durch diese eine Tatsache, dass ihr Gottes Gesetz nicht haltet, kann ich bereits sehen, dass ihr andere Götter anbetet und mich verratet. Die Bibel sagt, dass Gott all das weiß. Ihr habt mein Gesetz nicht gehalten. Das ist der Grund, aus dem dieses große Unheil über euch kommt. Das ist das, was Gott erklärte. Lassen Sie uns nachschauen, wie wichtig Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze sind, indem wir uns seine Warnung durch den Propheten Jeremia ansehen. Jeremia Kapitel 44, Vers 22: Dass er nicht mehr leiden konnte euren bösen Wandel und die Gräuel, die ihr tatet. Daher ist auch euer Land zur Wüste, zum Entsetzen und zum Fluch geworden, dass niemand darin wohnt, so wie es heute ist. Weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wieder den Herrn sündigtet und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und was? In seinem Gesetze, seinen Rechten und Mahnungen nicht tatet, nicht gewandelt seid, darum ist euch solches Unheil widerfahren, so wie es heute ist. Weil ihr Gottes Gesetz, seine Gebote und seine Mahnungen nicht befolgt habt, ist euch solches Unheil widerfahren. Das ist das, was Gott uns lehrt. Wenn wir uns also nach dem Himmelreich sehnen und die Erlösung empfangen wollen, sollten wir dann nicht Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze befolgen, egal unter welchen Umständen? Wir müssen sie treu befolgen. Gott könnte uns in ein günstiges Umfeld bringen, in dem wir leicht Gottes Gesetz halten können. Aber unter günstigen Umständen kann jeder Gottes Gesetz befolgen. Deswegen versetzt uns Gott manchmal in ungünstige Umstände.
Wenn Gott all die Anstrengungen sieht, die wir unternehmen, um Gottes Satzungen und Gesetze auch unter ungünstigen Umständen zu befolgen, so sieht er unsere Herzen und weiß, ob wir an ihn glauben. Es gab einmal einen jungen Mann in einer reichen Familie. Sein Vater fragte sich, kann ich meinen Sohn wirklich meinen Nachlass erben lassen? Wird er unseren Besitz vergrößern können? Aus Sorge prüfte er seinen Sohn und sagte zu ihm, geh heute auf die Straße, verdiene selbst etwas Geld und bring es mir. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Sohn nur das Vermögen seiner Eltern verschwendet. Er hatte nie zuvor für Geld gearbeitet. Ohne etwas getan zu haben, kam er mit leeren Händen zurück. Seine Mutter hatte Mitleid mit ihm. Deswegen gab sie ihrem Sohn 3 Münzen, ohne seinem Vater etwas davon zu sagen. Sie gab ihm 3 Münzen und sagte, hier, sag deinem Vater, dass du diese Münzen verdient hast, um seine Bedenken zu zerstreuen. Da seine Mutter sie ihm gab, nahm er sie einfach, gab sie seinem Vater und sagte, Vater, ich habe heute diese Münzen verdient. Als der Vater das sah, wurde er wütend und warf sie in das Feuer des brennenden Holzofens. Der Sohn aber stand einfach da und sah zu, wie sie verbrannten. Deswegen sagte der Vater, du kannst mich nicht betrügen. Geh, verdiene selbst etwas Geld und bring es mir. Dieses Geld hast du nicht verdient. Das Ganze geschah mehrere Male. Immer wenn das geschah, half die Mutter ihrem Sohn. Und jedes Mal wusste der Vater, dass es nicht das Geld des Sohnes war. Du hast dieses Geld nicht verdient. Eines Tages wurde dem Sohn klar, dass er das Geld selbst verdienen musste, indem er hart arbeitete, so wie es sich sein Vater gewünscht hatte. Deswegen arbeitete er, obwohl er der Sohn einer reichen Familie war, im Schweiß seines Angesichts, hackte Holz und kümmerte sich um den Hof. Indem er das tat, verdiente er 1 Münze. Er sagte, schau, dieses Mal habe ich wirklich hart gearbeitet, um dieses Geld zu verdienen. Aber sein Vater sagte, hey, versuchst du wieder mich zu täuschen? Und warf das Geld ins Feuer. Der Sohn war davon so geschockt, dass er ins Feuer griff, um das Geld herauszuholen. Dann sagte er, wie kannst du mein Geld ins Feuer werfen, nachdem ich so hart arbeiten musste, um es zu verdienen? Während er das sagte, versuchte er, das Geld zu finden. Da sagte sein Vater schließlich, jetzt weiß ich, dass du dieses Geld tatsächlich im Schweiße deines Angesichts verdient hast. Gott hat uns geboten, seine Gebote, Satzungen und Gesetze zu halten und uns in alle Arten von Umgebungen versetzt, manchmal in schwierige Umgebungen und manchmal in eine Umgebung, in der es einfach ist, sie zu befolgen. Wenn Gott alle in ein günstiges Umfeld bringt, dann kann er nicht sehen, wer Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze als wertvoll betrachtet. Wenn wir uns jedoch in einer schwierigen Situation befinden, dann kann Gott sehen, wer versucht, sie durch das Überwinden der Umstände zu halten. Sind das nicht wirklich die Menschen, die Gottes Geboten, Satzungen und Gesetzen gehorchen und wissen, wie wichtig sie sind? Gott benutzt viele Wege, um in unsere Herzen zu blicken. Sie alle. Manchmal stellt Gott Hindernisse in unseren Weg, um uns zu lehren, dass Gottes Gebote der wahre Weg der Erlösung sind, der uns in den Himmel führt. Manche sagen, es ist seltsam, dass an jedem Sabbat immer irgendetwas auftaucht. Es gibt immer Dinge, die uns daran hindern, am Sabbat in die Gemeinde zu gehen. Das sind Situationen, die uns den Sabbat gegenüber weltlichen Angelegenheiten abwägen lassen. Durch all dies wiegt Gott unseren Glauben, um zu sehen, ob wir Gottes Gebote, Satzungen und Gesetze als wichtiger als alles andere betrachten. Gehen wir zu 2. Mose Kapitel 15, Vers 25 über.
Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde es süß. Dort gab er ihnen, was gab er ihnen? Gesetz und Recht, und was tat er? Er versuchte sie. Gott prüfte sie, um zu sehen, ob sie sein Gesetz und sein Recht halten oder nicht. Sie alle, wir haben Gottes Gesetze wie den Sabbat, das Passa, die Ordnung des Kopftuchs, das Gesetz, das Götzendienst verbietet, und das Gesetz der Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott hat uns alle Gesetze des neuen Bundes, die Wahrheit des Lebens, geschenkt. Wozu dienen all diese Dinge letztlich? Was sagte Jesus, als er den neuen Bund einsetzte? Er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass all das für uns ist. Sehen wir uns in Bezug auf das Befolgen von Gottes Ordnungen, Gesetzen und Geboten die Offenbarung an, die Gott Apostel Johannes gegeben hat. Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte, was für ein Evangelium? Ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden. Womit wird er hier gequält werden? Mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Durch die Kapitel 13, 17 und 18 der Offenbarung haben wir schon mehrfach über dieses Tier studiert. Was wird hier jemand, der das Tier und sein Bild anbetet, an der Stirn oder an der Hand empfangen? Sie werden sein Zeichen empfangen an der Stirn oder an der Hand und gequält werden mit brennendem Schwefel. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden das Zeichen empfangen an der Stirn oder an der Hand. Sie alle, klingt das nicht vertraut? Wo noch haben Sie diese Szene gesehen? Wann empfangen wir ein Zeichen an der Stirn oder auf der Hand? Wenn man Gottes Gebote hält, dann wird das Passa, das eines der Gebote Gottes ist, an unserer Stirn sein. Es gibt ein Gesetz Gottes, das wie ein Merkzeichen an unserer Stirn und was an unserer Hand sein wird? Ein Zeichen auf unserer Hand. Mit anderen Worten, wenn man Gottes Gesetz hält, dann kann man ein Zeichen auf der Stirn und auf der Hand erhalten. Aber was ist, wenn man Satans Gebote hält und nicht Gottes Gebote? Was wird man auch in diesem Fall an der Stirn und auf der Hand erhalten? Auch in diesem Fall wird man ein Zeichen erhalten. Es wird ein Zeichen an unserer Stirn oder auf unserer Hand gegeben werden, ob man Gottes Gebote oder Satans Gebote hält. Jeder wird eines der Zeichen erhalten. Die Menschen, die Gottes Gebote halten, werden Gottes Zeichen erhalten. Menschen aber, die die Gebote des Tieres halten, erhalten das Zeichen des Tieres. Sie werden gequält werden mit brennendem Schwefel, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott zeigt uns diese Offenbarung durch Apostel Johannes. Wie man sehen kann, sind Gottes Gebote, die wir heute halten, der Weg, den Gott für unsere Erlösung vorgesehen hat.
Ich bete dafür, dass auf dem Weg der Erlösung niemand und keine Seele zurückfallen oder eine der Wahrheiten des neuen Bundes, wie den Sabbat, das Passa und die sieben Feste in den drei Zeitabschnitten, verlieren wird. Lassen Sie uns den Glauben Davids haben, der sagte: Ich werde Gottes Gebote als kostbarer betrachten als feines Gold und dem Pfad folgen, den Gott für uns bestimmt hat. Ich danke Ihnen sehr.